Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier zurück zu Life is Strange Before the Storm. Chloe muss jetzt schnurstracks schnell zum Chemieunterricht, damit sie nicht noch eine Stunde verpasst. Ja, das Rollenspiel war lustig in der letzten Folge. Dann haben wir noch die DVD abgeholt mit Blade Runner im Director's Cut. Das ist ja auch die DVD, die sie sich mit Max 3 Jahre später anschaut, wenn sie im Krankenbett liegt. Und dann schauen sie Blade Runner. Vorsicht! What the hell? What have you got here? Twitch? Das ist Nathan. Don't call me that. True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. Was ist Nathan Prescott denn hier noch für so ein Opfer, wenn ich das mal sagen darf? Also später so Dealer und alles mögliche. Und hier ist er voll der Rumschubser. Also er wird rumgeschubst. Ihr seid beide Loser auf jeden Fall. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Whoa. You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard. Yeah. And your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. You're a piece of shit. I am going stop to it. Kill you. You guys, stop. Chloe, do something. Don't just stand there watching. Chloe interessiert sich doch nicht für beide, also für gar keinen. Warum sollte sie sich denn da jetzt einmischen? Ist mal ganz ehrlich. Hey, if you don't take the time to stand back and watch, you miss some of life's finer moments. Genau. Hui. Like booyah. That. That took me months to put together. Quit the team, Twitch, or next time it'll be worse. Go to hell. You should be ashamed. Ich? Wieso ich denn? Ich habe das Ding nicht da reingeworfen. Da hat Nathans Vater ihn auch noch ins Sportteam reingekauft, weißt du? Weil die auch immer so viel spenden und sowas. Was sind jetzt hier die neuesten? Hier sind immer so viele Nachrichten. Meine Güte. Isst du mit uns zu Abend? Ich bin noch in der Schule. Nein, danke. Kannst du irgendwann heute nach Hause? Achso, das habe ich schon gelesen beim letzten Mal. Perfekt. Ah. War das ein sarkastisches Perfekt? Nein. Mir gefällt nicht, wie wir die Dinge belassen haben. Wir reden heute Abend weiter. Ach, wegen dem Gespräch beim Essen. Das wird Konsequenzen haben. So, jetzt gehen wir mal rein. Also, Blade Runner kommt ja jetzt auch bald die Fortsetzung ins Kino, wo ich gerade nochmal wieder von der DVD anfangen muss. Blade Runner, was Sie hier geschaut haben. Out of excuses to stay out here. Yep. Hey! Rachel. Oh, good. You're here. Sie spielt beim Theaterstück mit, so wie sie angezogen ist wahrscheinlich. Der neue Blade Runner wird übrigens jetzt dieses Jahr einer der längsten Kinospielfilme seit 2014. Chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father. I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda, indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... many a time the harmony of their tongues hath I listened to... Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors. And most of all, to yourself. Mr. Keaton,
Sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Das ist schon interessant, dass man jetzt endlich mal die Rachel hier antrifft, weil früher, also im anderen Life is Strange wird immer nur von ihr erzählt. Und jetzt sieht man sie mal. Wie guckt er denn? Miranda ist eine Idiotin. Es ist wahre Liebe. Nee, es ist nicht. Miranda is an idiot, because falling in love is stupid. What is she? 12? Actually, she's about 15, so your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Ha! Siehst du? Thanks, Mr. Keaton. Ist gut getroffen. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah, sure. Ihr Gürtel, okay. Okay, get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Das should be doable, right? Das ist gerade ziemlich coole Musik im Hintergrund. Also ganz nett, die Stimmung gerade hier. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it drama lab for nothing. What to say? What to say? Flittchen anprangern? Ja, komm. Das ist das Theater-Nerd-Tag-Graffiti, oder? Slut-shaming is so 2009. VC should know. Genau. Das sollten sie wirklich wissen. Suck a D, VC. Victoria Chase. Das ist es doch nicht. Nope. Zählt nicht als Graffiti. Ihre Tasche steht da unten, wo ich das rausholen soll, ja. Ich guck hier nochmal, was haben wir denn da noch? Hey now. Sharing is caring. Aha, toll. This poster definitely says something. Nothing. Nothing sagt das. Das ist wieder so typische Kunst, wie kein Mensch versteht. Du solltest den Gürtel holen. So happy here. Ist das Rachels Vater? Nicht in ihren Sachen rumschnüffeln, das macht man nicht. Hol einfach, Rachel's belt. Genau, einfach den Gürtel holen und gehen. Guess I'll go give this to Rachel now. Requisiten. Poster. So viele Poster, aber keins, was ich jetzt, wo ich jetzt das Graffiti drauf machen kann. Außer vielleicht hier bei dem Tempest-Poster nochmal. Jawohl, Graffiti.
Hörner für Nathan. Oder... Ja, Hörner für Nathan. Nathan und Rachel sind das auf dem... Naja, die kennen sich ja... Also die kannten sich ja auch immer schon. Aber dass sie beide im Theaterverein waren hier... Na dann. Just keeping it real. Okay. Dramatis Personae. Jupp. Da haben wir das. Fehlt aber immer noch das in der blöden Werkstatt. Schade, schade, schade. Bewegliche Leinwand. Das ist doch bestimmt auch hier drin, oder? Würde auch für das Ding hier passen. Haben wir draußen eine bewegliche Leinwand? Ne, das sind nur Aufsteller, keine Leinwände. So, dann sind wir mal in der Umkleide. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Vielleicht kommt das ja noch. Rachel, is this your belt? Yes. Thank you. I really liked your costume. Thanks. So? Did you bring flowers for my dressing room? Nur diesen Gürtel. how about a belt instead? Perfect. I'll let you finish changing now. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. Das ist doch das Outfit, was später Max anhat, ne? Das Outfit, was Rachel bei Chloe im Zimmer zurücklässt. Und als Max dann die Kleidung braucht, da hat sie doch das genau an. Das ist genau das Outfit. Firewalk war echt cool, ja. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Das ist sehr tiefsinnig. Is that a rhetorical question? How would you like to join me on a little field trip? Und was ist mit Chemieunterricht? Ditch class. You mean it? Is that weird? No, it's awesome. I hoped you'd say that. Now about that eye. That is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Make-up? Sie trägt doch kein Make-up. Are you kidding? This is a badge of honor. Respect. Let's get the hell out of here. Mach dich nicht vom Acker, ohne deinen Tacker, hieß es doch, das berühmte Sprichwort. Okay, sie verlassen jetzt also zu zweit die Schule und schwänzen beide den Unterricht. Na toll. Wenn das seine Mama rauskriegt, dann gibt es wieder Stress. Ah, die Bahnstation. You sure you don't want to just grab the bus, or... Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well? What the hell am I getting into here? Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Rachel Elliot wants me to pull up a chair. Maybe one of these crates. Ja, natürlich, was dachtest du denn, dass du jetzt hier einen Stuhl findest oder was? Ey, ich wollte nicht hier an, ich wollte meine SMS lesen. Da.
Da kam eine von Elliot rein. Ich habe gehört, es ging dir noch, ging hoch her mit Drew und Nathan, ja. Reden später, okay. Der hat ja schon gehört von dem Problem Nathan und eben den anderen Typen. Die Sportler unter sich. Da haben wir eine Kiste. Liegt da hinten noch was drauf? Ah, guck mal hier. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Kann man da nicht noch was dazu malen? Versandaufkleber. Whoa, Nathan's dad is a Terminator? That totally checks out. Notice of Termination, Prescott. I feel pretty confident there's going to be a dead body in here. Ich glaube nicht. Wo ist die Kiste hin? Da. Nicht raustreten. Heavier than it looks. Aber jetzt kann ich doch sit down. Ja, aber ich kann jetzt nach hier hinten gehen und hier noch ein Graffiti hinbasteln. Nice. I see humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Das ist aber mal wieder ein tiefsinniger Text. Er sieht viele, viele Menschen, aber keiner von den Menschen will wirklich er selbst sein. Finde ich ganz gut. Life is just illusion. And it tries to change you. Wir sind Monster. Jeder lügt, das stimmt auch. Das passt zu diesem Text. I like that. Everybody hurts. Sometimes. Okay, Hobo-Eintopf. So, haben wir hier noch eins gefunden. Drei hätten wir hier noch am Start und einen habe ich verpasst. I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price 1, Twain 0. Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Habe ich früher auch gesehen. Der kleine Drache, Grisou. Guck dir den an hier. Ist er eine Maus oder eine Ratte? It's great to take a stand, but right now I should sit down next to Rachel. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here, so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? Naja, nichts Blödes sagen. Zum Beispiel, wie schönes Wetter ist, ziemlich bescheuert. Oder nichts sagen, genauso. Wir beginnen den typischen Satz mit einem Aber das muss vom Herzen kommen. What is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Das auf jeden Fall. Hey, so, I want to say thanks. For pulling you out of school? No, dummy. Thanks for last night. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well,
I wanted some company. That's it? That's it. Nur um Gesellschaft zu haben? Okay. Ich brauche etwas mehr. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Etwas, okay. Was kommt denn jetzt? V-Card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Okay, machen wir das mal. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu? So weit? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Beidhändig. Kann man beidhändig sein? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie von gehört. I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad, because it's true. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Also, ich könnte das nicht. Damn. Krass. I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl, born and raised. So, New York's on the bucket list. Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. First fact. Right. Okay. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Ich glaube, Beidhändigkeit kommt größtenteils bei Frauen vor, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir fangen mal an mit der ersten Lüge. Ich schlug jemanden und brach mir die Hand. Naja, ich bin in einer Band. Ich bin allergisch gegen Katzen. Toll. Nehmen wir das. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my Yoo-Hoo, knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. Okay, als zweites nehmen wir die Wahrheit. Bei Country-Musik wird ihr schlecht, aber sie hätte die so gerne gehört mit ihrem Vater. I used to want to be a pirate when I grow up. I kinda still do. Arrrr. Arrrr heißt das. So. Ich glaube, so wie sie da gerade geschaut hat, ist das durchschaut sie. Das, weil Chloe hat das auch sehr, 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 sehr gut rübergebracht. Und als letztes muss dann mal wieder die Lüge kommen.
Sad to say this, since you're a Leo and all, but I'm allergic to cats. Are you now? Swear. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate. Obviously true. Like you said. Arr. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your yoo-hoo, she's gotta get caught. Damn straight. But you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. Ach, jetzt bist du auch noch Ärztin oder was? So you're a physician now. Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I'd guess 6 years ago? 7. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. Which brings me to your alleged cat allergy. Alleged? I'm calling lie. Why is that? I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times. And I've seen that old photo of a cat you keep in there. Aha. Sein Name war Bongo. His name was Bongo. He was a gift from my dad. Did he pass away? Yeah. My dad died 2 years ago. I thought everyone knew that. I meant Bongo. Oh my god, of course, that's what you meant. I'm so sorry. Hey, that's okay. Awkward moment of the year? Definitely. So, if my math is correct, you cheated. You told one truth and two lies. Maybe I just needed to test you. Or maybe you have trust issues. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Interessante Stimmung zwischen den beiden, finde ich. Es ist, da knistert was, oder? Bei den beiden? Ich bin beeindruckt, auf jeden Fall. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. Wouldn't mind listening to some music. Na, da teilen wir die Musik, das sind wir beide. Hey, wanna listen?
cool bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach, or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Fuck it! Spontan sein! Einfach springen! Das ist eine Folge wieder, da möchte man eigentlich gar nicht so viel dazwischen reden bei den ganzen Sachen. Einfach die Stimmung zwischen den beiden, die möchte man da ungern kaputt machen. Auch bei den Gesprächen und bei der Musik sowieso nicht. Die Musik ist so toll. Und deswegen bin ich da bei einem Spiel wie Life is Strange oftmals auch einfach mal ein bisschen ruhiger. Ein schöner Park, wo wir uns hier befinden. Oh mein Gott, ein Walkmeister. Ah, eine Aussichtsposition. So, ich würde aber sagen, hier setze ich jetzt hier die Pause mal hin. Eine gute Position, denke ich mal. Wir haben ja einen neuen Ort erreicht, die Zukunft ist vorbei. Es ist ein sehr intimes Gespräch zwischen den beiden. Auch die ganze Stimmung fand ich sehr intim. Deswegen habe ich da, wie gesagt, nicht so viel erzählt. Und dann die Szene wieder mit der Musik, einfach wieder toll. Die haben es einfach drauf, in diesen Life is Strange Spielen immer die richtige Musik zu wählen, finde ich. Ja, der ganze Soundtrack ist ja immer super, also bei den Life is Strange Spielen. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für die Episode und schaltet auch bei der nächsten ein, wenn es weitergeht hier mit Before the Storm. Macht's gut, ciao, ciao.